Jedes Jahr zu Silvester gibt es in der Bundesrepublik 400 Augenverletzungen durch hochgesprungene Champagnerkorken. Ach, wobei man das Auge ja würde ich Hause ganz gern da richtig machen muss. Man darf ja nicht den Korken drehen, sondern die Flasche. Ach. Das ist ja das Geheimnis. Ach, das wusste ich gar nicht. Oh. So. Wobei ich glaube, dass das zu Silvester in Deutschland mehr Sektkorken als Champagnerkorken sein werden. Das ist ja auch. Ja, dürfen wir. Es gibt natürlich erstmal herzlich willkommen. Wunderschön, freue mich. Zum Wohl. Sehr ungewöhnlich, dass die Sendung mit Trinken beginnt. Sie hört normalerweise mit Trinken auf. Gut, aber das ist das Wichtigste. Ja, ja. Das dürfen wir in unserem Alter. Ne? Darf man das bekennen? Ein jugendlicher Held. Ja, ja. Wir dürfen das schon bekennen, aber es gibt einen Grund, warum wir anfangen mit Champagner. Denn Sie kochen etwas mit Champagner. Ja, Kuttel mit Champagner. Also, als ich das gehört habe, habe ich meinen Mitarbeitern gesagt, wie war das? Kutteln mit Champagner. Also das ganz simple, einfache, das arme Leute essen, Kutteln mit dem raffiniertesten zusammenbringen, das ergibt was Neues, Schönes. Das ist eine Spannung, die ist enorm. Wo kommt denn diese Idee her? Also ich habe mal von einem Freund Kutteln machen gelernt und das habe ich dann im Laufe von 20 Jahren variiert und immer Neues ausprobiert. Das ist auch... Wissen wir noch nicht, ob das gelingt, nicht? Das wird kann immer, völlig immer in die Hose gehen. Gemacht. Das wird immer anders, schmeckt immer anders. Also jetzt muss man erst mal sagen, was überhaupt Kutteln sind. Ich glaube, das wissen viele, also besonders Jüngere wissen das gar nicht. Es sieht nicht sehr ansprechend aus, nein, das muss man sagen. Das aber löst auch Ekel bei vielen Leuten aus, was völlig falsch ist. Denn Kutteln, das ist der Magen der Kuh, muss sehr lange, sehr, sehr lange... gekocht werden. Also man, das hier ist 3 Stunden gekocht man worden. Man kauft es, glaube ich, wenn man es überhaupt kriegt. Man kriegt es nicht überall. Schon gekocht. Im Norden kriegen sie es nicht. Also ja, die sagen, das essen nur Türken und Hunde. Ne? Das ist also richtig rassistisch. Also nur Kulturvölker haben. Nur Kulturvölker haben. Eine Tripp, ne? In Frankreich und Trippa in Italien und die Schwaben. Die Schwaben. Das Kulturvolk der Schwaben. Aber nicht so, dass die schlecht sind. Darf ich ganz kurz... Ich habe einen Hasenrücken, mache ich. Einen werde ich zeigen, aber einen habe ich schon drin. Und Sie sind doch Jäger. Richtig. Also darf ich in diesem Fall Sie bitten, mir zu helfen? Dieser Hase wurde erwürgt, nicht geschossen. Ja. Es hört ja schon mal. Es hört was nach. Darüber haben wir ja schon mal gesprochen. Gut, wenn er einsichtig wird, dann ist es erwürgt, schmeckt auch besser als geschossen. Das ist richtig. Einfach mit 2 Gabeln, da ist eine Schublade links und dann... Einfach so diesen Speck ein bisschen wegnehmen, einfach so zur Seite. Ja. Und dann nehme ich noch ein normales, wenn Sie mir einen Löffel da noch geben. Ja. Und dann begieße ich den jetzt. Vielleicht können Sie den so mit der Gabel ein bisschen hochhalten, dann kann ich ihn, ja, dann hole ich mir das so. Wunderbar. Oh, sieht gut aus. Ne? Das muss ein Hase vom Niederrhein sein. Da sind ja die besten Hasen. Da sind die besten Hasen. Der kommt aus Frankreich rübergelaufen. Ja. Wunderbar. So, das geht alles sehr, sehr schnell. Das kommt jetzt noch mal rein. Der braucht insgesamt nur 20 Minuten. Oh. Der war jetzt 10 Minuten drin und jetzt noch mal 10 Minuten. Ja, der soll ja auch ein bisschen rot sein. Ja, und ich mache ja aus diesem Saft und der Butter nachher ein kleines Sößchen. Ja. Und wenn er zu rot ist, lässt man ihn einfach noch ein paar Minuten drin ziehen. Ja. Na ja, jetzt sind Sie, jetzt ja, das Feld ist frei für Sie. Ich habe mich ja gewundert, mussten Sie ihn überreden, dass er das also überhaupt akzeptiert? Also er hat es noch nie gegessen. Noch nie gegessen? Ich habe überhaupt noch nie jemanden getroffen, der das gegessen hat, was Kienzle gekocht hat. Ja, und da er das Rezept vorgeschlagen hat... Und er wahrscheinlich der Einzige in der Republik ist. Ich wollte die Sendung noch erleben. Also wir fangen an mit Zwiebeln. Ja. Jetzt mache ich mal einfach den Herd an. Die hatten Sie weg. Die hatten Sie... Na, wie geht das denn so? Ja, einfach. Sehen bisschen Sie, länger. Mit Technik hat er es nicht drücken und dann sehr kommt gut. Und einfache Arbeit. Okay. Nee, ist auch... ist leider nicht an. Ist an. Doch, aber es muss ein bisschen, man muss ein bisschen länger halten. So, und jetzt fangen wir an mit Zwiebeln. Das ist das Wichtigste. Ich bin schon ein bisschen vorgegart. Ja, die sind vorgegart. Dazu tue ich jetzt ein bisschen von meinem Grünzeug. Ja. Und das muss jetzt auf volle Pulle kochen. Ah, also in dem Fall ist ja ein seltener Anblick, dass Sie ihn unterstützen, sozusagen. Soll ich auch noch mal das was sagen? Das finde ich ja wirklich... Ja, mir tut schon noch ein bisschen mehr rein. Ein bisschen Überwindung. Schneller, junger Mann. Nein. Ja.
Ich fange mal mit den Rühren an. Nein, wir müssen es jetzt auf volle Pulle kriegen. Das ist wirklich richtig heiß. Ja, ich habe es jetzt ganz hoch. Also privat würden Sie ja nie zusammen kochen. Nee. Nein. Also, nein, ich denke, wenn man sich jeden Tag dienstlich sieht, also nur weil Sie dabei sind, vermute ich ja, dass ich hier nicht vergiftet werde. Ja. Also, Hauser kann nicht kochen, will nicht kochen. Der hat den alten Standpunkt eines strammen Konservativen, die Frau gehört in die Küche. Das stimmt überhaupt nicht, aber meine Frau kann hervorragend kochen. Also es gibt keinen Grund. Vor allen Dingen wild. Ah, natürlich. Und Sie liefern... Ich liefere das Material an. Selbsterwirktes Wild. Das hat ihn sehr beeindruckt. Ja. Er schmeckt besser als erschossenes. Ja. Ja, 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 ja. Hasen kriegt man ja nicht immer frisch, aber man kriegt das Ganze ja tiefgefroren. Ja, ja. Also, und das, ich glaube, Wild ist auch ein Fleisch, das man durchaus tief frieren kann. Ja, generell, also wir machen auch häufig Wildschweinkeule. Und ich behaupte sogar, dass wenn das tiefgefroren war, das etwas... Haben Sie das gehört? Ja. Wir machen gerne. Er lässt machen. Ja, bei uns ist das eine Gemeinschaftsarbeit. Nein. Dienstle geht natürlich nur zum Fleischer und kauft. Ja. Sie ist das Ursprungsprodukt. Und die Frau kocht es dann? Ja. Und ist die auch tiefgefroren, die Keule? Die frieren wir dann auch, weil das natürlich nicht sofort... Das genau. Ist ja viel. Und sogar manche sagen ja, dass das Wild sogar dadurch zart... Also, Nürnberg, was man früher durch das Einlegen gemacht hat. Und ich kann immer nur sagen, wenn Sie Wild essen, dann merken Sie erst, welche Kunstprodukte in Anführungszeichen das andere Fleisch macht. Weil Wild nicht gezüchtet wird. Nicht gezüchtet wird, da kann keiner irgendwas ins Futter tun. Das hat eine Nahrungskette, die breit ist. Bis zu einem gewissen Grad behaupte ich das vom Lamm. Ob es so ist, weiß ich nicht. Ja, aber das Lamm ist ja auch meistens draußen und ist nicht in diesen Massentierhaltungen. Also das sind auch meine einzigen Fleischsorten aus dem Geflügel, die ich wirklich mit großem Vergnügen esse. Man merkt den Unterschied. Jetzt langsam und natürlich Kutteln. Ja, Kutteln. Sind das Kalbskutteln? Dienstler haben sich vorbereitet. Das sind Kalbskutteln. Man kann auch Rindskutteln nehmen. Man kann natürlich auch dafür Weißwein nehmen. Man kann sogar mit Rotwein Kutteln machen. Das geht alles. Das ist eine Frage der Fantasie. Ja. Oder mit schwäbischen Moscht. Das geht auch. Die Schwaben kochen doch viel. Mit Cidre. Ich habe vorhin von Ihrem Regisseur gehört, in Frankreich gibt es das mit Cidre und Calvados. Aber die Schwaben machen viel Kutteln, oder? Das ist saure Kutteln. Das ist auch ein arme Leute-Essen. Das hier ist ein Rezept, dessen Ursprung mal im Elsass war. Elsass. Naja, da liegt ja der Champagner nahe. Ja, kommt jetzt der große Moment. Ich habe ja die Rolle des Dinner-Vormann. Darf ich muss vielleicht kurz das Bein stellen? Es muss richtig braun werden. Stolpern? Wenn es jetzt nicht zischt, wenn ich das da rein tue. Es wird gewaltig zischen. Dann hat er irgendwie noch keine Betriebstemperatur. Oh, das sieht aber schon sehr gut aus. So, jetzt mal rein. Weiter. Welch ein wunderbares, wertvolles Getränk hier. Wobei man ja sagen muss, es gibt ja inzwischen auch preiswerte Champagner. So ist es. Ja. Die teilweise 14,95 €, wir machen keine Werbung, aber bei Aldi gibt es Und die sind ja teilweise preiswerter als ein guter deutscher Jahrgangssekt. Denn da kann man gut seine 18 Mark oder 20 Mark zahlen. Muss allerdings auch sagen, dass es deutsche Sekte gibt, die durchaus auch qualitativ mithalten. Sehr, sehr gut. Bei Champagner ist es natürlich auch ein bisschen der Ich habe jetzt noch etwas gelbe Rüben dazu getan. Wir haben noch Lauch oder Zwiebeln. Ja, das sind Frühlingszwiebeln. Frühlingszwiebeln, die kommen noch dazu. Ja. Und jetzt muss das einfach mal richtig garen. Jetzt muss das mit dem Champagner so ein bisschen garen. Dann brauche ich noch dazu, jetzt geht es erst richtig los. Ich halte mich zurück. Senf. 2 Esslöffel Senf. Ja. Na bitte, Sie kennen sich ja schon hervorragend aus. Links, sind die Löffel. Ja. So, ich rein tun. Ja, tu mal rein. Und, ist ja ganz erstaunlich. Noch etwas? Ja, ich brauche. Also hier noch, steht alles Mögliche. Knoblauch, das ist ganz wichtig. Knoblauch, das ist das, schon geschnitten. Soll man den mit einer Presse oder so? Oder den hauen wir so. Verrühren, den Senf. Umrühren, jawohl. Das muss jetzt und jetzt einfach Knoblauch. Heiß werden. Knoblauch riecht. Der riecht. Möglichst nicht vor einer wichtigen Sitzung oder einem obwohl Besuch. Gerade vielleicht deshalb. Oder dann das ist dann Psychoterror, ne? Ja. Dann tun wir noch einen Fond rein. Ja. Ein Kalbsfond. So ein Kalbskutteln. Kalbsfond. Ist ja früher ein sehr
beliebtes Arme-Leute-Essen gewesen. Ja, das gab es bei uns immer samstags. Ja. Mit Bratkartoffeln. Mit Bratkartoffeln. Ja. Und wird heute noch, also in Frankreich, in Italien, als große Delikatesse auf sehr unterschiedliche... Es hat im Schwäbischen auch eine Renaissance erlebt. Also man kann heute wieder, so wie der Appleboy im Hessen, der Most im Schwäbischen hat auch die Kuttel wieder eine Renaissance erlebt. Ja, ja. Übrigens sehr vieles bodenständige, sehr viel regionale Küche, zurückkommt und zwar jetzt verfeinert. Also insofern war dieser Umweg über die Nouvelle natürlich schon ein Segen. Das führt zur Verfeinerung des Originals. Die Vereinfachung, die Frische, das alles kommt von der Nouvelle und das jetzt angewandt auf alte Gerichte, ist eigentlich perfekt. Ne? Einen sauberen Löffel zum Probieren. Kindle, hier. Fauler Sack. Übrigens, also ich spicke wild nicht. Das ist ja nein, auch tun wir auch generell. Nein, das nimmt ja viel ungefähr zu viel. Ja, und es zerschneidet das Fleisch. Probieren Sie mal. Es fängt schon Es muss schon. Uiuiui. So, und jetzt diese die Mischung jetzt die aus dem. Ja. Wir müssen, glaube ich, mal. Die sind geschnitten wie Spätzle. Ne? Ja. Sind schon sehr stark vorgekocht. Haben die einen Eigengeschmack? Die haben schon ein bisschen einen Eigengeschmack, aber sie sind deshalb so toll. Man kann sie mit verschiedenen Rezepten machen, weil sie eben sich anpassen. Die nehmen das an. So ist es. Und deswegen gibt es wahrscheinlich auch so verschiedene Arten. Es gibt wahnsinnig viele. Ne? Ja. Schütten Sie es mal rein. Ich überlege gerade, wie die schmecken. Die schmecken gekocht wie sonst rohes Kalbfleisch, glaube ich, so ungefähr. Aber das ist ja, naja. Es ist ja nicht zu Ende gekocht. Nein, natürlich, ja klar. Und eben noch ohne irgendeine Geschmackszugabe. Ne? So, und jetzt geht es richtig. Aber die schmecken auf jeden Fall nicht unappetitlich oder irgendwie. Das ist ein Vorurteil. Warum, ne? ist das, weil Menschen ja. mit Innerei... Ja, gut, das ja, hat damit zu tun. Weil auch der, Magen, der Spruch, der Magen, Pansen, denken Sie an Hundefutter oder sowas. Ja, das ist natürlich... Schon da komisch, negativ ne? besetzt. Aber es gibt ja viele, die essen keine Leber, kein Herz, keine Nieren, keine... So, jetzt brauche ich noch mal Champagner. Sweetbread. Wichtigste Aufgabe hier. Wunderbar. Ein Anblick. Champagner in großen Mengen in das... Ja. Jetzt muss ich auch mal probieren. Wird schon? Ja, das müssen wir richtig durchkochen. Das, klar. Das Gas zieht nicht so richtig. Ja, wir haben hier diesen Gas aus den Flaschen. Wir haben Gas aus den Flaschen. Das hat nicht ganz so viel Druck wie das normale aus der Leitung. Ja. 90% der Hausfrauen kochen ja mit elektrisch, weil sie Angst haben vor dem Gas. Ja, man liest ja auch immer die Häuser, die da in die Luft geflogen sind. Also so ganz... Geheuer. Ganz ohne ist es nicht. Ist es nicht. Und es ist auch noch heute mit den Anschlüssen. Aber wir haben noch ein bisschen Zeit. Das köchelt vor sich hin. In der Zwischenzeit würde ich sagen, zeige ich mal. Also erstmal müssen wir unbedingt den Pansen da unten auch mal begießen. Ich darf mal die Flasche darüber stellen, wenn Sie noch mal gießen müssen. So, also ich habe hier... Den zwei Hasenrücken, die habe ich gehäutet schon, beziehungsweise da, wo ich sie kaufe, kriege ich sie schon gehäutet. Ja, ja. Und dann werden sie. Das ist ja eine harte Arbeit. Das ist eine Fummelarbeit. Ja. Und dann schneide ich es ein, aus mehreren Gründen. Einmal ganz simpel. Ich spicke nicht. Wir haben gerade gesagt, wir spicken nicht. Aber ich, auch nicht dieses, also für einen anderen. Würde ich Knoblauch nehmen, für einen Lammrücken würde ich Knoblauch nehmen. Hier nehme ich nur Wacholderbeeren, ausschließlich. Deswegen übrigens auch nachher für die Soße der Gin. Ne? Ja, das ist der Wildgeschmack. Und der zweite Grund des Aufschneidens ist, dass er, wenn er zu ist, biegt er sich. Ja. Und wenn er hier so ein bisschen offen ist, dann geht die Hitze eben auch nach innen. Und deswegen auch nur 20 Minuten. Das ist ja eigentlich unheimlich wenig, schnell. Ne? Wenig, Ich bin immer etwas hemmungslos. Das ist ein bisschen zu viel, aber... Na gut, mit den Wacholderbeeren. Ob sie so lieb sind? Und ein bisschen ehemaliger Hammerwerfer, er möchte das sein. Das kann er. Ein bisschen Salz dazu. Und wenn sie so nett sind, geht aber verdammt schwer, ne? Ja. Pfeffer? Pfeffer. Ja.
der Hauser spielt sich ja als Herrenmensch auf. Nein, nein, nein. Okay. Jetzt muss er einmal arbeiten, schon meckert er. So, das tue ich jetzt da in diese Ritze und drücke das wieder etwas zu. So. Da ist jetzt Salz, Pfeffer drin. Ich habe aber noch ein bisschen Pfeffer zusätzlich gegeben. Das kann nie schaden. So. Und jetzt brate ich die ein bisschen an. So, hier geht auch die Post ab. Sehr gut. Noch genug Champagner drin. Ja, noch. So. Bisschen, immer ein bisschen Öl bei Butter, damit sie nicht so braun wird. Ja. Jetzt wird das kurz angebraten. Dann kommt der Speck drauf. Und dann kommt es ins Rohr. Es ist eigentlich. Mal gucken. Die Uhr geht gar nicht. Ich habe das Gefühl, der könnte sogar schon sein. Technical Delay. Irgendwie Technical Delay. Ich habe wahrscheinlich nicht genug aufgedreht. Das kann sein. Vielleicht mal eine Gabel zu testen. Vorsicht, Vorsicht. Vorsicht. Können wir mal gucken? Ich guck mal. Ja. Na, der darf noch. Ein bisschen kann er. Also ich glaube noch. Was haben wir denn? Sollen wir hier noch mal was stellen? Ja. Nee. Wunderbar. Ich lasse das einen Augenblick hier stehen. Ja. Oh, jetzt geht's aber hier los. Jetzt geht's hier los. Uiuiuiui. Da. Hier runter. Ja, ein bisschen zurück. In die andere Richtung. Ja, nee, jetzt ist es runter. So. Nee, jetzt kann es aus. Das ist der Hauser, der Großtechniker. Ja, komm. Die sind. Er macht mir mein Feuer kaputt, der Typ. Nee. Ist das kleiner? Ja, es sollte kleiner, weil es zu stark ist. Ich muss nach unten. So, noch ein bisschen Pfeffer. So. So, ja. Und jetzt wird das ein bisschen. Ich stelle meine Gabel hier. Ich halte das jetzt ein bisschen so hoch, damit das überall mal ein bisschen anbrät. Und dann ein bisschen so. Geht ganz schnell. Ja. Ja, ist ja erstaunlich, dass das dann nachher nur 20 Minuten braucht. Ja. Weil Wild braucht ja sonst eine gewisse Zeit. Der Hase ist ein ganz schmaler Rücken. Ne? Ja. Denn wenn Wild zu roh ist, das finde ich auch nicht gut. Also da muss ich man aufpassen. Überhaupt nicht. Also es gibt diese Nouvelle mit diesem ganz, ganz roten Wild. Überhaupt nicht mein Ding. Aber Rehbraten innen noch rosa, das schmeckt gut. Ja, rosa. Aber ich finde bei Wild eher. Ich auch. Eher mehr ich auch. Als weniger. Ich, auch. Ich brauche hier noch Pfeffer ein bisschen. Und Salz. Ja, Pfeffer und Salz ist hier und Pfeffer ist die große. So, das ist es eigentlich. Jetzt tue ich das wieder ins Rohr. Schmeiß ein bisschen Salz rein. Salz. Gut. So, jetzt kommt das raus. So, jetzt nehme ich die raus. Die Schale. Gieße sie so ein bisschen ab. Und jetzt gibt es was sehr Schönes bei meinem neuen Backofen. Einen Backraumteiler. Wenn Sie das so netterweise aufmachen. Wenn Sie aufmachen. Hm. Ah ja, die untere Hälfte dann kann man das reinschieben. Ja, vor allem der Witz ist, dass oben sind jetzt 200 Grad und unten sind 50 oder 60. Ja, nur zum Warmhalten. Das geht sonst ja nicht, ne? Ja. Das ist ganz neu. Mhm. So, jetzt kommt da die Soße. Den Speck wegnehmen.
Mach mal hier, das nehme ich mal weg. Ja. So. Jeden Tropfen Flüssigkeit. Und da kommt jetzt Sahne dazu. Außer es ist so still. Ja, wir sind jetzt hier schwer am Sortieren. Das sieht gut aus. Das sieht doch gut aus, oder? Ja. Da habe ich noch so einen Löffel, so einen Kochlöffel. Aber nicht, wo Fisch draufsteht. Nee, nee. Ja, der. Wunderbar. So, das ist eigentlich ein ganz einfaches Sößchen. Und weil so viel Wacholderbeeren drin sind, passt natürlich gut drin. So, drin. Heute ein sehr alkoholisches Essen, was ja, wir ja. zubereiten. Ja. Obwohl, es ist ja immer eine Frage der Menge. Ja, also, das ist klar. Die paar Tropfen und die verdampfen auch noch, ist es eigentlich mehr für den Geschmack. Ja. So, da kommt jetzt dann... Kienzle probiert nur. Ja. Irgendwas fehlt dann noch. Irgendwas fehlt. Also ich tue jetzt noch ein bisschen Quittengelee dran. Quittengelee. Das ist ein Tag der Überraschungen. Er lässt nichts aus. Ja. Und dann tun wir noch ein bisschen hinterher Kräuter der Provence dran. Ja, aber da müssen wir es noch etwas köcheln lassen. Und Zitrone. Müsste alles da sein? Zitrone habe ich schon hier. Schön. Da ist sie. Ja, die Zitrone. Was brauche ich? Kräuter ich der Provence. So. Dann kann ich hier schon mal die jetzt wenn sie so nett sind, das wieder zumachen. Ja. Ist da die Flüssigkeit? Jetzt brauche ich noch mal Ihre Hilfe. Ja. Einfach nur mit so einem Löffel draufbleiben, weil mit diesem hier, der ist schon davon, ja. Hat schon den Geschmack. Das, weil ich will alles, was noch an Flüssigkeit drin ist, rausgießen, dass die mir nicht wegrutschen. Mhm. So. Kienzle beschränkt sich nur noch aufs Probieren. Und sagt nichts mehr. Ja, sagt nichts mehr. Ja, das ist auch eine schwierige. Das Abschmecken ist jetzt natürlich... So, und jetzt geht das mit dem Löffel so runter. Yeah. Ist rosa, ja, wird aber jetzt, ja. Gucken Sie mal, ist nicht ja, rot, wunderbar, gar wunderbar, nichts. Ja. Ne? Hat doch eine schöne Farbe. Sehr schön, sehr schön. Wird ganz kurz jetzt noch mal in der Soße. So zart ist der, dass der mit dem Löffel weggeht. Das ist natürlich. Ja, das ist super. Es muss einer vom linken Niederrhein sein. Ja, das muss einer das sein. Muss einer sein. Der kommt aber, das ist die Wahrheit aus Frankreich. Ja, die kommen ja immer rübergelaufen. Ja. So wie die deutschen Künstler nach Belgien laufen, so kommen die französischen Hasen nach Deutschland. Ja. Ich glaube, zwei reichen für uns. Die teile ich uns. Aber ich finde ja Wild sowieso eine Sache, also zu entsprechenden Jahreszeit. Ja, muss schon. Die einfach, sein. Wenn man dann noch einen schönen Knödel oder so dazu macht, einen guten Rotwein. Nein, weil einfach auch das Fleisch schmeckt ganz anders wie. Von das, all dem, was die essen, ne? Ja. Die essen eben einfach. Schöne Sachen. Ich glaube, das kann man schon. Also so langsam wird's noch nicht ganz, aber. War das mein Löffel? Probiere ich nochmal. Bin schon in Schweiß gebadet. So. Ich hole uns mal deinen Teller. Ja. Oh ja. Das ist aber. Doch. Und? Es beginnt langsam was zu werden. Es zieht durch. So. Wollen wir jetzt noch die Kräuter der Provence? Ja, die würde ich da. Ja, ein bisschen.
Nur abzupfen. Ja, ja. Nicht zu viel. Ein bisschen zu viel. Da, genau die richtige Farbe. Ja, wunderbar. Ne? Das ist toll. So. Muss da nicht noch was zu? Ja, ja, wir können es, wir müssen es nicht abschmecken, aber wir können es abschmecken mit zwei Eigelb. Versuch's mal. Dann müssen wir. So doll. Dann müssen wir aber es runterschalten. Ne? So ist es. Aber das ist noch nicht ganz fertig. Ne? Also wir probieren hier noch eben mal. Darf ich Sie kurz entführen? Oh ja, gerne. Dazu müssen wir allerdings ein Schlückchen Roten trinken. Wird ein bisschen eng, wir drei hier, ne? Ja, das kriegen wir schon hin. So. Ein Schluck. Und zwar habe ich mal was, ich dachte, einen guten Bordeaux und so, das haben Sie selbst. Ich habe einen Dão aus Portugal. Den habe ich entdeckt auf einer Reise nach Lissabon letztes Jahr. Und ich muss sagen, ich war sehr beeindruckt. Ich gebe allerdings zu, ich habe zwischen einen 91er probiert, der war nicht so gut. Aber der 90er ist, finde ich, das ist auch so ein witziges Etikett, mal ganz was anderes. Versuchen wir mal. Zum Hasen gehört ein Rotwein. Ja. Beachtlich. Ja. Oder? Schön. Ja. Mal was anderes. So. Etwas in Enge, aber. Und ganz gut. Mie-Butter. Ja. Oh, Mie-Butter, ja. So, aber jetzt probieren wir, möchte ich die Kuttel, egal wie sie ist. Ja. Die Frage ist, ob wir noch abschmecken sollen. Machen wir mal raus. Ich glaube nicht. Wir probieren die einfach so. Sollen wir das lassen? Ist mit dem Ei, würde ich lassen. Ja. Das kann man, das ist also ja wenn das nicht so ganz hinhaut, dann kann man mit kann man so ein Ei und einem Schuss Kuttel. Allen möglichen kann man noch was machen. Aber das brauchen wir nicht, denn es ist gut geworden. Das ist irgendeine Kelle, aber die, naja, die ist ja vielleicht damit. Bisschen klein. Ja, ich. Doch, das geht. Ich habe irgendwo, die ist in der Spülmaschine. Darf ich Ihnen das einfach mal so geben? Die richtige Kelle, die dazu gehört, die ist irgendwo wahrscheinlich in der Spülmaschine. Aha. Jetzt geht auch die Uhr. Ja. So. So. Danke. Jetzt bin ich aber gespannt. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Und wie gesagt, Leute, die Angst davor haben, sollen es einfach mal probieren. Genau. Ja.